Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur Folge 38. So, warum habe ich eine Lampe? Jetzt ist sie weg. Ja, Folge 38 findet doch statt. War ja fast nicht so gewesen. Ja, es war sehr kritisch mit der Lampe, aber sie ist da. Gut, ich würde ganz gerne vorweg euch einmal zeigen, was ich noch so nebenbei gemacht habe, weil zwischen den Folgen habe ich wieder etwas gebastelt, und zwar in dem Außenposten. Wo ist er? Da ist er. Habe ich ein bisschen weiter gebaut. Ich habe hier eine Verarbeitungsstation gebaut für diese, was ist das überhaupt? Ja, Edelsteine. Für die Edelsteine. Und zwar werden die einfach nur mit einer einfachen Montagemaschine zu diesen von Rubinerz zu roher Rubin und halt das ganze andere Zeug noch. Ja, habe ich mir gedacht, baue ich einfach mal auf, dann kann das schon mal arbeiten, weil ich würde gerne dieses Rubin oder... Alter, kackt der Strom echt ab? Wenn die schießen hier oder was? Jo. Okay. Also die Akkus schaffen das nicht zu puffern. Okay. Also ich hatte das schon mal gemerkt, da habe ich mehr Akkus hingebaut. Ich hatte erst nur so eine Reihe hier und dann habe ich nochmal so einen ganzen Schwung dahin geklatscht. Aber es scheint echt immer noch nicht gereicht zu haben, oder? Tatsache. Ja, was habe ich denn hier? Ich habe hier schnelle Akkumulatoren. Das sind diese hier. Die haben Eingangsmenge 42, ja, Ausgangsmenge 960. Kapazität. Die haben 4. Die haben 15. Dafür bräuchte ich aber diese Lithium-Ionen-Batterien. Und die kriegen wir nur mit Lithium. Und das kriegen wir aus Lithiumchlorid. Und das kriegen wir aus Lithiumwasser. Und Lithiumwasser kriegen wir aus... War das nicht irgendwo auf der Karte sogar? Lithiumwasser? Reines Wasser? Lithiumwasser. Ah ja, okay. Reines Wasser. Lithiumwasser. Trifft sich ganz gut, weil ich wollte euch noch was vorschlagen. Ich würde gerne... die Base ein bisschen erweitern, und zwar hier oben hin, ja, also quasi hier hoch, so. Weil ich mir überlegt habe, dieses Kauderwelsch ist, Kauderwelsch. Also es ist sehr schwer, hier noch irgendwas anzubauen oder weiterzubauen. Deswegen würde ich das Ganze gerne ein bisschen strecken, indem wir jetzt auch damit anfangen, hier Platz zu schaffen, um dann einen Bahnhof zu bauen, ja, wo das Zeug dann am Ende mal ankommen wird, ja. Dass wir quasi, ja, eine Produktionsstraße hier irgendwie bauen können, mit jede Menge Öfen, ja, wo das Zeug produziert wird, damit wir nicht, wir haben hier Produktion, da, dazwischen, da unten, hier überall mal, das ist nix. Das ist ein bisschen doof. Deswegen würde ich gerne, ja, ein bisschen Platz schaffen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir in dem Außenposten den Strom in den Griff kriegen, weil das muss laufen. Oder wenn wir einfach ein paar Hochleistungsakkus dahin machen. Die haben zwar nicht so viel Ausgangsmenge, aber die haben wesentlich mehr Speicherplatz. Ich glaube, das machen wir auch. Das machen wir auch. So, nehmen wir uns ein paar Akkus mit. 66. Wie schnell bauen wir die Dinger? Oh, das dauert dabei. So. Zu wenig Eisen. Viel zu wenig Eisen. Vielleicht auch mal 400 anfordern. Ja. Ich glaube, das ist besser. Ja, und da müssen wir mal gucken. Boah, das ist echt schwierig. Das ist, wie heißt es so schön? Spaghetti Base. Diese Spaghetti Base wieder in den Griff zu bekommen, ist nicht einfach.
Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So. Eisenplatten. Und Akkus. So. Ist, denke ich mal, besser. Ein paar können wir ja noch mit der Hand nebenher bauen. Schauen wir mal. Geht, denke ich mal, relativ zügig. So, wir forschen nebenbei noch so ein bisschen. Ich hatte die Lasertürme geforscht. Der wäre auch interessant. Windturbine 3. Können wir theoretisch jetzt schon bauen, ne? Wissenschaftspaket für Produktion haben wir aber nicht, ne? Wir haben irgendein anderes, oder? Haben wir, ne, warte, wir haben doch. Was hatten wir denn für eins? Das hier war. Ach, jetzt bin ich zu blöd, oder was? Ach, genau, das war dieses Logistik-Wissenschaftspaket. Ja, genau. Und wir brauchen aber dieses für Produktion. Können wir schon bauen? Ja. Erzförderer und Lichtbogen. Ach du Heilige. Eieieiei. So, wie viele Akkus haben wir? 40, okay. Ein paar kommen noch. Das ist gut. Mal gucken. So, Zinn. Ja, Zinn ist auch ein Problem. Wir haben noch 3,2K. Ich habe vor der Aufnahme geguckt. Da waren es 5,7K. Also da geht einiges weg. Deswegen müssen wir da jetzt zusehen, dass wir das Zinn von hier hinten, wir haben ja hier im Außenposten auch ein bisschen Zinn, 98K plus 29 schon im Lager, ja, dass wir das irgendwie hier dran bekommen. Irgendwie, wo geht denn das überhaupt hin? Das geht hier oben lang, ne? Da geht es lang. Wir können das einfach hier in die Base rein und dann hier unten dran führen, ja? Das wäre, glaube ich, das. Ja, das wäre das Einfachste. Wir forschen einfach mal weiter. So, und jetzt ist mir gerade noch was aufgefallen. Ich habe meinen Timer vergessen für die Folgenlänge. Yay! Das heißt wieder schätzen. Ich schätze, wir sind jetzt bei. Wir haben jetzt bei mir 16:45 Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt. Haben wir schon 10 Minuten? Nee, na, vielleicht so gerade. Könnte. Machen wir nach Gefühle. Folgenlänge heute nach Gefühl. So, gleich sind wir hier so weit. Ich denke mal, das reicht auch. Da sind fast 100 Akkus. Da sollen die sich mal nicht beschweren hier. So, wir bauen ja auch noch ein paar. Dann passt das. So. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich brauche Straßen. Straßen wären echt cool, oder? Ey, das mache ich auch. Das merke ich mir für später, dass wir irgendwann mal mit Ziegelsteinen so Straßen durch die Base ziehen, die einfach komplett frei sind, ja, wo wir. Was ist das denn für ein Angriff da? Ach, du ahnst es nicht. Die übertreiben ja auch mal so gar nicht, ne? Nairobi sind schon zur Stelle. Kein Problem. Kein Problem. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, diese Base, die ist aber auch. Vielleicht macht es Sinn, wenn ich mal kurz mir den Panzer schnappe, ja? Da mal eben Hallo sage. Habe ich noch Muni? Ja. Weil. Ja, weil. Weil ist so, ne? Die übertreiben nämlich manchmal ein bisschen. Hallo.
Hier bin ich. So, easy peasy. Läuft. Sehr schön. Gut, wollen wir noch irgendein anderes Dorf kommen? Was ist da los? Die kommen wieder angerannt, oder? Komm, einmal kurz mit Panzer regeln hier. Uiuiui. Ja, ne? Ich bleib mal hier stehen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man hier... Sollen wir hier... Logistik? Ja, ne? Macht Sinn, oder? Können wir hier Logistik hin? Das reicht ja. Wir brauchen ja kein komplett verbundenes Logistiknetzwerk hier. Das reicht ja, wenn die... Ja, der Strom ist halt das Problem, ne? Die Akkus gehen echt schnell leer. Aber wir bauen noch ein paar jetzt. Die haben dann deutlich mehr Kapazität und sollten eigentlich nicht so schnell leer gehen. Ne? So. Ja, das dauert schon mal länger, die aufzufüllen. Das heißt aber nichts. So, bauen tue ich auch keine mehr. Okay. Ja. Haben wir vielleicht noch ein paar Windturbinen? Ach, hier haben wir noch mehr Akkus. Was soll ich die alle hinbauen, Mensch? Vielleicht ist das doch keine so coole Idee, seine Außenposten extern mit Strom zu versorgen. Oder wir müssten irgendwie... Boah, das ist aber schon... echt viel. Wenn das dabei schon so abkackt, ne, dann würde ich gar nicht wissen, das wird ja auch nicht besser. Dadurch, dass sie die Lasertürme, ja, ich sag mal, das sind jetzt die Einser-Lasertürme, aber die anderen, die verbrauchen ja auch mehr Saft, ne. Hier haben wir 4,5 Megawatt, hier haben wir schon 5,7 Megawatt. Und bei dem dritten haben wir 6,8 Megawatt. Also es wird ja nicht besser. Tja, ne. Fehlt der Masterplan. So, die haben mich eben schon gestört beim Rausfahren, deswegen kommen die jetzt weg. So, jetzt haben wir 1,3 Gigajoule. So, jetzt wird gerade wieder, wurde gekämpft, kurz. Kurz. So, machen wir mal eine Lagerkiste hier hin. Mit Reparaturkits. Und lassen ein paar Baurobis frei. Die müssten dann eigentlich da reparieren. Gut. Jetzt fehlen uns noch zwei Roboterhangar. Oder, Logistikbereich Erweiterung? Nee. Roboterhangar, macht Sinn. Wir haben die, glaube ich, haben wir die automatisiert? Ja, ne? Können wir die anfordern? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. So, hier, das ist alles an Silber. Mehr haben wir nicht. Silber ist alle. Ist aber nicht schlimm.
So, gucken wir mal, dass wir hier noch eben Logistik hinbekommen. Dass wir neue Baurubis kriegen. Das habe ich auch alles automatisiert, glaube ich, oder? Bin mir da nicht so sicher. Wenn nicht, dann machen wir das eben. So, Forschung. Gepanzerter Tankwaggon. So, was braucht man? So, hier ist auch nicht mehr viel, ne? So, eisentechnisch. Was ist das noch? 190 Eisenerz. Nehmen wir mit, oder? Was wir haben, das haben wir, wa? Ich wollte Zint... Ach, verdammt. Verdammt. So. Bremsen, bremsen, bremsen. So, Gold läuft nicht, weil... Kein Gold. Oh. Jo, ne? Golderz alle? Mach keinen Scheiß. Wo hatten wir denn... Oh, nö. Das ist voll... Wahnsinn. Wahnsinn. Kupfer kackt auch ab. Hier machst du was mit, ey. So. Jetzt kommt ein bisschen was. Gut, ich wollte Roboter. Rubis. So, habe ich die automatisiert? Jawohl, werden die mir gebracht? Habe ich, sehr gut. Roboter habe ich noch nicht, oder? Nee, nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Dann machen wir die mal. So, wir brauchen Flugrobotergestelle. Die haben wir doch hier oben, oder? Die habe ich doch schon mal gebaut für diese Wissenschaftspakete. Da. Die haben wir sogar angeboten. 300 Stück, das ist gut. So, dann machen wir hier Construction Roboters. Dann brauchen wir einen Konstruktionsroboter Gehirn und einmal Werkzeug. So, Gehirn und Werkzeug. So, einmal das. Und einmal das. Warum da nur 7? Warum das mal 7? Warum ist das so? Ich weiß es nicht. So, das haben wir da. So, okay. Und dann machen wir hier. So. Gut. Sollte funktionieren. Dasselbe können wir dann auch noch mit den anderen machen hier. Mit den Logistik-Robis. Aber das können wir später machen. Sollte doch jetzt funktionieren. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Freunde der Nacht, ich würde sagen, sind wir schon am Ende der Folge? Boah, ich habe echt keine Ahnung, das ist echt zum Kotzen. So, wo machen wir denn weiter mit? Ach so, komm, wir fahren nochmal eben in Außenposten und machen die Logistik fertig. Das können wir ja noch gerade machen. Hier steht alles. Die ganze Base steht. Stillstand. Ach ja, Zink. Ups. Oder legen wir das noch gerade darüber? Komm, wir führen das gerade noch darüber. Das kann ja nicht so lange dauern. So. Dann machen wir hier. So, dass wir das, kriegen wir es komplett abgesichert, wenn wir es ungefähr hier hin machen. Das ist doch gut. Das ist eine gute Position. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Und die arbeiten überall. Sehr gut. Sehr gut. Müssen wir nur schauen, dass immer genug Reparaturkits da sind, ne? Ja, da fängt es nämlich schon an. So, dann Ausladung und dann kommt der lange Tunnel.
Müssen wir mal gucken, bis wohin der geht. Ich frage mich auch, wie weit wir den führen können, ne? Warum baue ich eigentlich hier unten kein Tor hin? Da war es. Da ist es. So, bis wohin muss ich denn ungefähr? Bis hier hinten hin. Eieiei. Ungefähr bis an die Grenze hier von dem grau Ding. Oh, das ist schon zu lang, hä? Ah, hier ist Ende. Hier. Und Sichtposition ist Ende. Gut. Dann gucken wir mal. Ich glaube, ich hatte genug Fließbänder mitgebracht. Ich hoffe es. Sonst ärgere ich mich wieder. So. So. Umdrehen. Und dann noch einmal so. So. Und so. Kommt da jetzt schon was? Sollte eigentlich ja. Da kommt noch nichts. Erweiterte Logistik Robis. Können wir tatsächlich Messing? Ach nee, wir haben noch kein Messing und noch kein Alu. Ach ja. So. Wir warten jetzt nur mal kurz, ob und wann da was kommt. Gut, das sind 250 Meter bis darüber. Das dauert schon einen Moment. Aber das passt. Ja, da kommt was. Sehr schön. Ja, wunderprächtig. Wunderprächtig. Und ihr solltet das eigentlich... Ja, hier ist schon alle. Ist schon leer. Ist schon vorbei. Haben wir denn noch was? Ja, hier ist noch was drin in dem... Aber das geht zur Neige. Ja, früher oder später sollte das hier oben ankommen, Freunde. Ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dieser Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und gucken mal, ob wir das mit der Base-Erweiterung so hinbekommen. Ja, mal schauen. Wir werden sehen, sprach der Blinde. In diesem Sinne wünsche ich euch ja, einen schönen Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und tschüssi.